Achtung, kleine Info. Heute kann es dazu kommen, dass ich ein- oder zweimal, vielleicht auch dreimal laut werde. Das heißt, wenn ihr seht, dass sich mein rechter Arm bewegt, das liegt daran, dass ich extra mein Mikro runterstellen werde, weil sonst mir das Ding abschmiert und man mich gar nicht mehr hört und das klingt dann wie in manchen anderen Videos auch so, dass ich das gecuttet hätte, einen Sprung drin habe oder sonst was, was aber nicht der Fall ist, sondern es ist dann einfach megamäßig zu laut. Naja, fangen wir mal an mit dem Video. Hallo liebe Leute, euer Open Beta hier und ich habe eine neue Review für euch. Seht ihr auch an der Mysterion-Mütze, die wieder am Start ist. Und ja, was haben wir denn heute? Wir haben neue JBLs. Und das sind die JBL bei Hartmann T110. So sieht die. Na, sehr scharf. Oh, jetzt. So. Wenn ihr das genau sehen wollt, stellt einfach auf Pause. Ist hier ein bisschen beleuchtet. Mit dem Weiß kommt das halt nicht so gut, ne? Sollen pure Bass-Kopfhörer sein. In-Ear-Kopfhörer. So, und ja. Was glaubt denn, was die kosten? JBL hat früher ganz schön eine Stange Geld gekostet, würde ich behaupten. Ja. Hat. Hat. Die letzten, die ich hatte, die hier, haben ganze 25 Euro gekostet. Gut. Das waren die JBL T450. Diese hier kosten jetzt 10 Euro. Ja, und ich muss sagen, ich bin begeistert von den Boxen. Von den Boxen. Kommen wir am besten mal zu Thema Nummer 1. Und das wären diese kleinen Gummidinger. Das versuche ich euch jetzt auch mal zu demonstrieren. Also, ihr habt hier das Teil. Und dann sollte er versuchen, das mal da drauf zu stecken. Also bei meinem ersten Versuch habe ich bestimmt 15 Minuten, halbe Stunde gebraucht. Ist runtergefallen. So. Ich habe vor Jahren bei Amazon No Name Nöpken gekauft. Ganz kurz. Sitzt. JBL, warum kriegt ihr das nicht hin, verdammt? Sorry, sagte ja, es wird lauter. Jetzt kommen wir noch mal zu den T400. Der liebe Dennis ist ein bisschen, ja, süchtig nach gutem Klang bei Musik. Und bei den T110, wie auch bei den T450, seht ihr, ist derselbe Stecker. Und dieser Stecker, der geht hin und ist dafür da, damit ihr keinen Kabelbruch kriegt. Ja, und die sind auch extra flach statt rund. Jetzt ist aber Dennis mit den Kopfhörern hier und da mal eingeschlafen oder hat die auch gern mal direkt neben dem Kopfkissen gehabt und dann hat sich das Kabel so ein bisschen gedreht. Jetzt könnte man sagen, ist ein bisschen Eigenverschulden. Ja. Aber habe da kleine Sache zu sagen. Ja. Sagt, dass das Kabel nicht spricht, dann sollte das auch nicht brechen. Passiert leider doch. Ja.
Kopfhörer hin. Zumindest was den rechten angeht, linken, die kann ich hier an dieser Stelle auch gerne entsorgen. Die taugen nichts mehr. Also ich werde sie mir wahrscheinlich nochmal allein wegen dem Klang, werde ich sie mir holen. Aber dann werde ich damit ein bisschen anders umgehen. Ja. Und das waren meine beiden Kritikpunkte. Ich hoffe, es war nicht zu krass, was die Lautstärke anging. Ich bitte dieses Benehmen zu entschuldigen. Kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Und da bin ich wirklich positiv überrascht. Das sind von den Boxen wieder her die besten Kopfhörer, die ich hatte. Also in Kategorie In-Ear. Und für 10 Euro sind das Top-Kopfhörer. Wirklich richtig, richtig Top-Kopfhörer. Da könnt ihr nichts falsch machen. Für den Standardgebrauch von der meisten Musik sind die eigentlich recht gut zu gebrauchen. Also ich glaube, wo der Ton so aufhörte, gut zu sein, war bei Eminem Survival. Das war so das stärkste Pferd in Sachen Soundausgabe von der Lautstärke und so. Also da haben auch schon die Vorgänger alle versagt. Bis auf jetzt halt die JBLs, da merkt man das eigentlich weniger bis kaum, dass da irgendwann der Hochtöner mal sagt, so hier ist eine Grenze. Gerade am Anfang von dem Lied kann ich euch mal empfehlen, darauf zu achten. Bei guten Kopfhörern merkt ihr irgendwann, so der Sound ist nicht mehr, oder gerade auch bei billigen dürften sie dann direkt kaputt gehen. So, aber bei dem Lied gerade zu Anfang merkt ihr so, da stimmt was nicht ganz. Also der Ton ist nicht so sauber, wie er an dieser Stelle sein sollte. Und bei den JBLs hatte ich das bis jetzt, da musste ich schon ein bisschen drauf achten, sage ich mal so. Bei den T450 wie auch den T110. So, und wenn euch das noch nicht reicht, dann nehmt doch gern mal das Lied Oh Death von Jen Titus. Sorry für den Versprecher. Und versucht das mal mit allen Equalizer-Dingern, die auf eurem gebräuchlichen Geräten vorhanden sind. Versucht das Lied mal abzuspielen. Und dann werdet ihr die Schwächen eurer Kopfhörer ganz schnell rauskriegen. Das verspreche ich euch. Denn wer das Lied kennt und das auch in einer ordentlichen Qualität genossen hat, der wird sagen, das ist ein sehr basslastiges Lied. Eins mit unglaublich vielen Tönen. Und wenn ihr ein billiges Gerät benutzt von der Soundausgabe, dann, ja, dann klingt das nicht sehr schön, kann kratzen, kann aber auch sein, dass Töne nicht wiedergegeben werden, aber ja, dafür empfehle ich das Lied dann auch wirklich mal auf einer hochqualitativen Anlage oder halt auf Kopfhörern zu hören. Und bei Kopfhörern, ja, sage ich mal, habe ich es bis jetzt noch nicht so geschafft, das Lied auf guten Genuss zu hören, und das haben die JBLs, die T450 wie auch die T110 geschafft. Schade nur, dass hier die an der Kabelqualität anscheinend doch mehr gespart worden ist, als wie dass man uns das weiß machen will. Naja, das war's von mir. Liken, teilen, kommentieren nicht vergessen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht. Daumen nach unten, kommentieren natürlich immer sehr sachlich. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Mittagabend, wann ihr das Video hier seht. Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Ciao.